Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal Joule Performance und zwar mit dem Darkstream EE7 für 3699 Euro, dem Darkstream Pro SE AR9 für 4499 Euro und dem Nuke RTX 3060 EE7 für 1599 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Dieser Anbieter, der wurde mir vorgeschlagen bei uns im Discord, ich sollte mir den mal genauer anschauen mit dem Hinweis, es könnte Hightech 10.0 werden, was ich auch glaube irgendwo, nachdem ich mir die Preisvergleichslisten so angeguckt habe. Nichtsdestotrotz schauen wir uns das jetzt erstmal an. Die Bilder kann ich nicht genau sagen, ob die fake sind. Die meisten Komponenten, die verbaut sind, stimmen. Allerdings ist es halt so, dass eine Grafikkarte nicht angegeben ist mit irgendeinem Hersteller. Also da ist jetzt eine Strix drin und es kann halt auch jeder andere sein, weil es nicht genau spezifiziert ist. Genauso ist in dieser Liste ein Netzteil angegeben, da habe ich aber eben mit dem Kundensupport geschrieben, welche Wattzahl da drin ist und so weiter, wird leider hier nicht angegeben, aber die haben mir dann genau gesagt, was drin ist. Zuallererst, die Grafikkarte ist eine GeForce RTX 3070 Ti. Das ist natürlich keine schlechte Grafikkarte, wir haben jetzt die von Inno3D genommen, weil das die günstigste war gerade am Markt. Danach kommt noch die 3080, 3080 Ti, 3090, 3090 Ti, die AMD-Karten, da sind einige noch stärker von. Das ist aber im Nvidia-Lager so die Mid-Range-Karte, sage ich mal. Wie gesagt, da kommen noch einige hinterher, High-End wäre dann wirklich so eine 3090 oder 3090 Ti. Ist auf jeden Fall nicht schlecht, aber an dem Preispunkt kann man auf jeden Fall schon mal was Besseres erwarten. Und die kostet 699 Euro bei Mindfactory, FPS das dazu findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Cooling CPU ist eine Wasserkühlung und zwar eine H100i Elite Capellix von Corsair. Die Wasserkühlung reicht auf jeden Fall für den Prozessor aus. Ich hätte mir eher eine 360er gewünscht, weil ich habe den Prozessor selber und ich weiß, wie warm der werden kann, vor allen Dingen, wenn man rendert oder streamt. Aber hierfür reicht es, wie gesagt, aus. Die könnte aber durchaus ein bisschen lauter werden. Wir hatten diese Wasserkühlung schon mal ähnlich bei dem Kreativecke-PC, da wurde die auch ein bisschen lauter. Da war auch ein anderer Prozessor drin, aber die waren ungefähr gleich von der TDP-Leistung. Aber grundlegend schon mal nicht schlecht. Ihr habt hier noch ein bisschen RGB-Beleuchtung und so weiter, das passt soweit. Und die kostet 144,98 bei Mindfactory. Der RAM ist Corsair Dominator Platinum RGB RAM DDR4 3600 MHz, 32 GB, 4 belegte Slots. Wir haben jetzt also zwei Stück hier, die sind insgesamt 16 GB, es sind aber 4 Stück im Warenkorb, weil es ja 32 GB sind. Warum sie alle 4 Slots belegen, weiß ich nicht. Sieht natürlich schick aus, wenn diese LED-Leisten da so runterlaufen oder RGB-Leisten, wie auch immer ihr sie nennen wollt. Allerdings wäre es mir lieber gewesen, wenn nur zwei drin gewesen wären, weil da hättet ihr hinterher einfach noch zwei Stück dabei stecken können. Sobald ihr irgendwie auf 64 GB gehen wollt, machen die wenigsten, aber es wäre halt die Möglichkeit da gewesen. Nichtsdestotrotz ist das ein guter RAM, 3600 MHz ist auch über der Spezifikation von Intel, zumindest was DDR4 angeht, das ist schon in Ordnung so. Und der kostet 200,16 € bei Amazon. Die erste Festplatte ist eine Seagate Iron Roy 4 TB. Das ist eine HDD. Viele sagen immer, sie wollen keine HDDs mehr in ihrem System haben, aber ich finde, zum Datenauslagern ist das gar nicht mal so schlecht. Klar, die machen ein bisschen Geräusche und so, aber 4 TB haben oder nicht haben, ist auf jeden Fall nice, dass es mit dabei ist. Klar, man hätte auch auf SSD-Speicher zurückgreifen können, zumindest auch in dieser Preisklasse, aber es ist halt dabei und das passt soweit schon. Und die kostet 91,89 € bei Mindfactory. Hier kommen wir jetzt zu dem Thema, das PSU, also das Netzteil, ist ein Corsair RMX 80 Plus Gold zertifiziert. Da habe ich beim Kundenservice nachgefragt, die nehmen ein 850er und ja, es ist auch die 2018er Variante, es gibt schon die 2021er Variante, wo da jetzt großartig die Unterschiede sind, kann ich euch gar nicht sagen, werden wahrscheinlich andere Kondensatoren oder so sein, aber das ist, weiß Gott, kein schlechtes Netzteil, das hat 10 Jahre Garantie, ist vollmodular und ist 80 plus Gold zertifiziert, also das passt auf jeden Fall auch gut zu diesem System, ihr könntet der sogar noch ein bisschen irgendwie erweitern mit einer stärkeren Grafikkarte oder ähnlichem und das kostet 122 Euro bei PC King. Software ist Windows 11 Pro. Das muss leider auch sein, ich musste auch selber umsteigen, ich habe den gleichen Prozessor 12700K und der benötigt nicht unbedingt Windows 11, aber Windows 11 kommt besser klar mit den Performance- und Efficiency-Kernen, die dieser Prozessor mitbringt. Windows 10 hat da so ein bisschen Problemchen mit, kann nicht die volle Leistung ausschöpfen, aber ist auf jeden Fall passend und auch gut, dass es dabei ist. Und das kostet 65,29 € bei SK Computer Alsdorf. Die CPU ist wie gesagt ein 12700K von Intel.
Das ist ein guter Prozessor, zum Streamen geeignet, zum Rendern geeignet, zum Zocken geeignet auf jeden Fall. Hat 12 Kerne, 8 Performance und 4 Efficiency Kerne, beziehungsweise 20 Threads, also 16 Performance Threads, wenn man so will, und 4 Efficiency Kerne. Die Efficiency Kerne sind einfach nur dafür da, wenn ihr Multimedia-Anwendungen macht, ein bisschen YouTube oder so, dann werden die Performance Kerne nicht dazugeschaltet, das heißt, ihr habt einen geringeren Stromverbrauch und auch weniger Abwärme. Deswegen ist die TDP hier auch mit 125 bis 190 Watt angegeben. Der kann sich auch durchaus noch mehr genehmigen, also über 200 Watt sind da keine Seltenheit. Unterstützt DDR5 4800 MHz und DDR4 3200 MHz und der kostet 422 Euro beim Mindfactory. Das Mainboard ist ein Asus TUF Gaming Z690, natürlich als D4-Variante, weil wir hier DDR4-RAM mit verbaut haben. Z690 ist gut, dass wir es genommen haben, weil der Prozessor lässt sich eben nur übertakten auf Z690-Boards und das ist hier auf jeden Fall gegeben. Das hat gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, die natürlich alle voll belegt sind. Hier kann eine SSD rein, hier eine SSD rein und hier unten auch noch zwei Stück. Hier kommt die Grafikkarte hin, die beiden Slots, das könnte ein bisschen eng werden mit dem Kühler der Grafikkarte, dass ihr die überhaupt noch benutzen könnt. Aber die hier könnt ihr noch benutzen für eine Capture-Card oder ähnlichen. Was die Anschlüsse angeht, haben wir 7.1 mit Toslink, 2x USB Typ C, 2x USB 3.1, 4x USB 3.0, Netzwerkanschluss und Onboard-Grafik, DisplayPort und HDMI. Könnt ihr theoretisch benutzen, aber ihr habt halt eine Grafikkarte, darüber solltet ihr auf jeden Fall das Bild ziehen. Ist natürlich ganz nett, wenn die Grafikkarte mal abraucht, kann man immer noch ein Bild ziehen darüber. Das ist auf jeden Fall ein Mainboard, was in Ordnung ist. Ja, in der Preisklasse hätte ich was anderes erwartet, aber es ist zumindest kein Micro-ATX oder irgend so ein Schrott, das passt soweit. Und das kostet 249,99 € bei Computer Universe. Das System Drive ist eine Samsung 980 Basic 1TB M.2 PCI Express 4.0. Warum auch immer sie da 4.0 hinschreiben, sie ist halt nur PCI Express 3.0, aber hat eine Lesegeschwindigkeit von 3500 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 3000 MB die Sekunde. Die reicht zum Zocken auf jeden Fall aus. 1TB finde ich in dem Preispunkt auch wieder viel zu wenig, 2TB hätten es auf jeden Fall sein dürfen. Ansonsten ist das keine schlechte SSD. Ich frage mich nur, warum sie PCI Express 4.0 hinschreiben, wenn es keine 4.0er ist, aber gut, sei dahingestellt. Und die kostet 87 Euro bei Mindfactory. Das Case ist ein Corsair 4000D Airflow. Das ist in Ordnung. Hat auf jeden Fall auch Airflow, wie der Name auch schon sagt. Hat einen Lüfter in der Front vorinstalliert und einen im Heck. In der Front kann man natürlich auch noch erweitern. Da könnt ihr noch zwei zusätzliche zum Beispiel reinschrauben, wenn ihr das wollt. Aber das reicht auf jeden Fall für das System aus. Der Airflow ist gegeben. Die Wasserkühlung bringt ja auch noch zwei Lüfter mit, die nach oben hin rausblasen, die warme Luft. Das geht schon. Und das kostet 107,06 Euro bei Bora Computer über Amazon. Ansonsten steht hier halt noch, dass ihr 3 Jahre Garantie habt als Bring-In-Service, sprich, das wird nicht bei euch abgeholt, das müsst ihr zur Post bringen oder ihr drückt es dem Postboten in die Hand, wenn er gerade zufällig vor der Tür steht, falls irgendwas mit dem System ist. 3 Jahre Garantie ist auf jeden Fall über dem Standard, die meisten geben 2 Jahre, aber Dubaro zum Beispiel bietet auch für 50 oder 60 Euro 1 Jahr Garantieverlängerung an. Von daher, das könnt ihr von mir aus noch mit reinrechnen, aber das macht den Braten jetzt auch nicht fett. Und hier haben wir auch schon als Endergebnis, hier ist die HDD, die SSD, der Prozessor, der RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung, das Netzteil und Windows und da landen wir im Gesamtpreis von 2389,53 Euro, das System soll kosten 3699 Euro. 1300 Euro quasi fürs Zusammenbauen. Es sind halt nur Standardkomponenten. Da ist keine Custom-Vacu oder so drin, also das ist auf jeden Fall viel zu viel. Bei dem Bild ist mir jetzt gerade noch aufgefallen, hier ist ein Strix-Board drin, hier ist eigentlich nur ein TUF-Board verbaut, ja, also das Bild ist schon so ein bisschen fake. Wie gesagt, bei der Grafikkarte kann man sich auch nicht sicher sein, der Rest stimmt einigermaßen, auch diese 4 RAM-Riegel und so, ja, von mir aus. Aber 1300 Euro, es ist viel zu viel. Ihr kriegt halt die Komponenten, also die meisten bei Alternate oder Mindfactory, selbst da, wenn da eine Differenz von 100 Euro ist gegenüber den anderen Anbietern jetzt, kommt ihr noch lange nicht an diesen Preis dran. Also bei dem System auf jeden Fall Finger weg. Jetzt haben wir ja noch ein zweites, das ist das Darkstream Pro SE AR9 für 4499 Euro. Das ist komplett in weiß. Ich habe natürlich auch die weißen Komponenten genommen. Man weiß nicht genau, ob es weiße Komponenten sind. Es steht halt nicht unten in dieser Liste drin. Ich gehe aber ganz stark davon aus. Weil wenn sie jetzt hier komplett schwarz verbauen würden, fände ich es halt Mist. Und hier haben wir auch schon die Liste dazu. Das ist die HDD, die SSD, der Prozessor, der RAM in weiß, 4 Stück. Die Grafikkarte ist auch eine ROG Strix in weiß. Das Mainboard, das Gehäuse in weiß, die Wasserkühlung in weiß, das Netzteil und Windows. Und da landen wir mal im Gesamtpreis von 2954,52 Euro, das System soll kosten 4499 Euro. Das sind 1500 Euro Differenz. Das ist eine Katastrophe. Das geht gar nicht. Keine Ahnung, das kann man auch nicht entschuldigen, irgendwie, indem man sagt, ja, wir haben die Grafikkarten da gekauft, wo sie gerade so teuer waren. Selbst dann, wenn die 1000 Euro Differenz gehabt hätten. Nein, also nein, auf gar keinen Fall. Lass da auch bitte die Finger von. Jetzt haben wir hier noch so einen Klassiker, 1599 Euro, das ist meistens so die Range, wo die Leute auch suchen, das merken wir bei uns auf dem Discord. Übrigens, wenn ihr euch was zusammenstellen lassen wollt, kommt gerne auf den Discord
Protus ist da auch gerne unterwegs, der macht euch gescheite Angebote. Wir suchen auch gerne was bei Dubaro raus, wenn ihr wollt, überhaupt keine Frage. Ich bin hier auch so ein bisschen nach dem Bild gegangen. Die haben halt eine eigene Wasserkühlung, eine 120er, ja gut, aber das Mainboard, das ist so eins ohne gekühlte Spannungswandler. Das ist B660M DS3H, das ist ein Kackboard, muss ich wirklich so sagen, vor allen Dingen bei dem Preispunkt. Da haben wir ja auch schon die Liste, hier ist die SSD, der Prozessor, der RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung, da muss man eine Alternative nehmen, das Netzteil und Windows und da landen wir bei 1290,36 €. Und es kostet halt knapp 1,6, also 300 € zu viel. Und wie gesagt, das Mainboard ist kacke. Das ist so die Range, wo man dann sagt, okay, man hätte ein Full ATX Mainboard nehmen können, eine gescheite Wasserkühlung, es wäre alles in dem Preispunkt noch drin gewesen. Also lasst da auch bitte die Finger von. Also ich kann von dem Laden jetzt echt nichts Gutes sagen. Ich habe mir einige Systeme angeguckt, ich habe jetzt nicht die schlimmsten rausgesucht, sondern wirklich mal so geschaut. Und es gibt vielleicht irgendwo ein System, was preislich in Ordnung ist, aber die meisten sind wirklich zu teuer. Also das Einzige, was ich sagen kann, was gut war, war der Kundenservice. Die konnten mir genau sagen, welche Komponenten und so drin ist. Ja, da hatte ich eben netten Kontakt, das war okay. War auch direkt hier über diesen Live-Chat. Weiß gar nicht, ist der Chat noch drin? Nee, aber es ist ein anderer Support-Agent. Eben war es ein anderer. Naja, auf jeden Fall, ja, ist auf jeden Fall zu teuer. Ich weiß auch nicht, was das für ein Laden ist. Ich habe davon ganz selten gehört. Ich weiß auch nicht, ob irgendwelche Streamer dafür Werbung machen, wie bei Hightech oder ähnlichem. Aber das ist wieder so ein richtiger Hightech-Verschnitt, kann man wirklich sagen. Und ich hoffe wirklich, dass ich jetzt demnächst nochmal ein Video bringen kann mit so ein paar Systemen, wo ich sagen kann, jo, mit der und der Änderung könnt ihr das vielleicht gut für euch kaufen. Weil ich kann jetzt nicht immer nur warnen, warnen, warnen. Ihr wollt ja auch ab und zu ein paar Tipps. Und ich versuche das mit dem Video dann beim nächsten Mal wieder ein bisschen zu realisieren. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Joint unseren Discord, wenn ihr noch Fragen habt. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.